Schon vor einigen Wochen wurde von den Entwicklern und dem offiziellen Die Sims Twitter-Account Screenshots und Bilder geteilt, die viele Spieler fälschlicherweise zu der Vermutung brachten, dass es die Werwölfe bald im Spiel geben würde. Dass das leider nicht ganz richtig ist, haben wir jetzt nach der Ankündigung des traumhaften InDesign-Gameplay-Packs sowie der neuen Erweiterungen gesehen. In diesem Video möchte ich euch nochmal die falschen Spekulationen erklären, sowie über ein paar andere verrückte Leaks in der Vergangenheit sprechen. Viel Spaß beim Ansehen! Lustigerweise waren an diesen Spekulationen sogar ein bisschen die offiziellen Entwickler beteiligt, weil das wollte ich in diesem Video auch mal ein bisschen ansprechen. Die offizielle spanische Twitter-Seite von den Sims hat nämlich etwas gepostet. Und zwar diese zwei Screenshots, in denen es hauptsächlich hier eigentlich nur um dieses Essen geht, was geteilt wurde. Aber auffällig ist, wie man hier sehen kann, die Entwickler haben hier einen Screenshot benutzt, auf dem ein Sim wirklich hier so Körperbehaarung hat, was vorher nicht im Spiel möglich war. Und man muss ehrlicherweise sagen, das war für viele schon wirklich ein ziemlich großer Hinweis darauf, dass es vielleicht wieder Körperbehaarung zumindest im Spiel wieder gibt. Und ich habe auch erst so kurz drüber nachgedacht, ob ich zu diesem Thema ein Video machen soll, weil ich das auch spannend fand. Aber was halt auffällig ist, diese Brille, die man hier rechts sieht, ich habe mir die mal im Spiel angeguckt, es gibt diese Brille nicht. Und auch allgemein vom Licht, wenn man genau hinguckt, sieht es ein bisschen so aus, als wären hier Mods im Spiel, die irgendwas am Licht geändert haben. Und es ist so, dass die internationalen Twitter-Accounts, also nicht die englischen Twitter-Accounts, öfters mal Screenshots von anderen Usern teilen. Und das hier ist mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit kein Screenshot, den die Entwickler gemacht haben, sondern halt einer, der von irgendjemand anders aus der Community geteilt wurde. Ich muss sagen, dass die Entwickler Screenshots wirklich veröffentlichen, wo man nicht wirklich erkennen kann, ob da jetzt Mods im Spiel sind oder von wo die genau stammen, das finde ich dann schon ein bisschen kurios irgendwie, weil viele Spieler sind davon ausgegangen, dass es sich hier um neues Gratis-Inhalt handelt und dass die anscheinend die Werwölfe zurück ins Spiel kommen, worauf ich aber gleich noch eingehen werde, weil es noch ein paar weitere Hinweise gab, die von den Entwicklern gestreut wurden. Ich bin halt der Meinung, die Entwickler sollten da ein bisschen mehr aufpassen und das hier auch klarer deklarieren. Man findet hier auch in den Kommentaren keinen wirklichen Hinweis von den Entwicklern darauf, dass es ein offizieller Screenshot war. Das war so ein bisschen der erste Schritt, den die Community so in Aufruhr gebracht hat. Aber man muss auch bedenken, dass meistens die englischen Entwickler die Spieleversionen, die unfertigen Spieleversionen, die unfertigen Packs haben. Die haben da Zugriff drauf, aber die anderen sprachigen Accounts haben das meistens nicht. Dann ging es ein bisschen weiter. SimGuru Ninja hat ein Bild geteilt, in dem er so ein bisschen auf den Vollmond aufmerksam gemacht hat. Aber dann relativ schnell gemerkt hat, dass es die Community ebenfalls als Hinweis wahrgenommen hat und hat den Tweet dann wieder gelöscht und sich entschuldigt und gemeint, dass er nicht möchte, dass Spekulationen dadurch entstehen. Also, ja, also die Entwickler reiten sich da manchmal auch so ein bisschen ins Fettnäpfchen rein. Natürlich, wir hatten in der Vergangenheit schon öfters Hinweise von Gurus, das ist wirklich nichts Neues. Also ist es immer ganz gut, so ein bisschen zu schauen, könnte das jetzt ein Hinweis sein? Aber hier war es dann doch recht eindeutig, weil Ninja halt wirklich gemeint hat, dass es hier, man kann es hier nochmal sehen, der Original-Tweet existiert ja nicht mehr, dass hier halt einfach unnötige Spekulationen entstanden sind. Und ja, manche Spieler haben das dann trotzdem weiterhin noch als Hinweis gesehen. Es gibt auch größere YouTuber, die das wirklich in Videos aufgegriffen haben. Hier zum Beispiel Pixelate, der auch immer sehr aktiv über die Sims berichtet, der hat das hier auch aufgegriffen. Und in Kombination mit diesem Körperbehaarungs-Screenshot ist es dann wirklich ein bisschen eskaliert. Ja, es ist natürlich immer schwierig, wenn man als großer YouTuber dann auf sowas aufspringt. Also an sich, ich finde, die Theorie war zwar ganz gut, aber jetzt an den zwei neuen Packs, die jetzt gekommen sind, hat man ja gemerkt, dass es leider nicht der Wahrheit entsprochen hat. Man muss echt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel reininterpretiert. Es gab so viele Spieler, die schon vor der offiziellen Ankündigung das in die Kommentare geschrieben haben. Und ja, so ein bisschen, wie gesagt, bei den Körperbehaarungen habe ich auch im ersten Moment gedacht, oh, ja, dann scheint es wohl zu kommen. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, es ist nicht wirklich der Fall.
Die Entwickler streuen gerne Hinweise wirklich im Spiel direkt. Das passiert relativ oft. Und auch wenn die offiziellen Gurus dann sagen, dass das doch kein Hinweis war, finde ich, sollte man das dann doch auch so sehen, weil, ja, ich glaube, hätte ich zum Beispiel da jetzt ein Video drüber gemacht, hättet ihr euch wahrscheinlich ziemlich gefreut. Werwölfe sind ja auch ein Feature, was von vielen Spielern wirklich ziemlich gefordert wird, aber ja, wenn es dann halt nicht eintrifft, ist natürlich auch blöd. Ich fand es eigentlich ganz interessant und wollte das mal mit euch teilen, damit ihr auch mal so ein bisschen seht, wie, was es so für Spekulationen gibt und welche dann halt auch einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Ich habe ja auch vor einer Weile wieder ein Video gemacht, in dem es darum ging, dass The Sims 5 auf der EA Play angekündigt wird. Und wie wir sehen, im Video hieß es, beziehungsweise in dem Leak, den ich auch zitiert habe, hieß es, dass die EA Play am 14. Juni stattfinden soll und da dann die Sims 5 mit ein paar ersten Infos, einem Teaser-Trailer, einem Entwickler-Interview vorgestellt werden soll. Ja, der 14. Juni ist leider vorbei, keine die Sims 5-Ankündigung. Also man muss da echt manchmal schon ziemlich aufpassen mit den Leaks oder Spekulationen. Aber es gibt nicht nur falsche Leaks, sondern es gibt auch wahre Leaks, die dann von der Community doch als falsch abgestempelt wurden. Das gab's in der letzten Vergangenheit ungefähr vor einem halben Jahr auch. Zur Zeit von Ab in Schneeparadies ist nämlich ungefähr ein paar Tage vor der offiziellen Ankündigung auf Twitter zwei Screenshots rumkursiert, auf denen man einmal die Weltenkarte und einmal ein Icon gesehen hat. Das war wirklich die Weltenkarte von der neuen Erweiterung und auch das Symbol der neuen Erweiterung. Man konnte unten sehen, dass es sich um einen Twitch-Livestream von Lil Simsy handelt. Und ja, es gab viele Spieler, die dann in den entsprechenden Livestream reingegangen sind an die Stelle. Da war nichts. Dann wurde behauptet, ja, okay, der Leak ist fake. Diese Screenshots waren dann aus diesem vorigen Livestream, aber es wurde trotzdem auf Twitter behauptet, dass ja diese Screenshots fake sind und wir auf einen Fake-Leak reingefallen sind. Dabei war es eigentlich kein Fake-Leak. Man sieht, es ist wirklich immer ziemlich schwierig. Man sollte immer ein bisschen rumgoogeln. Manchmal findet man auch so Bilder, die eigentlich aus der Vergangenheit stammen und nochmal hochgeholt wurden. Ja, aber manchmal ist dann vielleicht auch so ein bisschen der Wunsch von der Community größer als die eigentliche Realität. Das haben wir jetzt bei den Werwölfen wieder hier neulich gesehen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch davon ausgegangen seid, durch diese zwei Theorien, die ich euch in diesem Video gezeigt habe, dass die Werwölfe kommen und dass ihr jetzt ein bisschen enttäuscht wart, dass es dann doch das traumhafte InDesign-Gameplay-Pack geworden ist. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen und dann würde ich sagen, sieht man sich bei einem der nächsten Videos wieder.